Ja, grüßt euch, liebe Leute. Hier ist wieder euer Donner und weiter geht's mit Zurück in die Zukunft. Baut den DeLorean, die Ausgabe Nummer 58. So, und natürlich werden wir erst einen Blick in die Ausgabe werfen, das Heftchen, dann die Bauteile. Und das ist dann natürlich eine besondere Ausgabe, denn es geht diesmal um den Fluxkompensator, denn ohne dieses Teil wird Zeitreisen gar nicht möglich sein. So, ne? Jetzt habe ich nachgesprochen, ist egal, aber ja. Genau, der ist nämlich jetzt mit dabei. Aber vorerst wollen wir uns erst das Heft anschauen, wie gesagt, dann die Teile und dann wird wieder gebaut, was gebaut werden kann. Wenn euch das Video gefällt, denkt an die Teile nach oben. Denkt an den Daumen nach oben und ja, eventuell abonniert mich, wer das noch nicht getan hat. Und ich würde jetzt sagen, los geht's und viel Spaß gewünscht. So, die 58, schauen wir rein. Auf der linken Seite ist natürlich wieder das Inhaltsverzeichnis. Auf der rechten Seite geht es wieder um die Autoteile. Und wie gesagt, diesmal der Fluxkompensator. So, und den bauen wir dann auch schön ein bzw. an. Ne? Und diverse andere kleine Teile. So, genau. Ne? Und hier sieht man das Ergebnis nach dieser Ausgabe. Gut, was haben wir noch? Dann Docs neuer Look, ne? Hinter den Kulissen. Ja, der hat sich ja öfters mal ein bisschen verkleidet. Und dann haben wir noch eine kurze Geschichte der Zukunft, und zwar im Wandel der Zeit. Da geht es um die Zeitung wahrscheinlich, genau, Zeitungsnachrichten. Und ja, hier seht ihr nochmal einen kleinen Ausblick auf die Ausgabe Nummer 59, Bauteile für die Trennwand. Und dann hier seht ihr nochmal die ganzen Bauteile, die in dieser Ausgabe drin sind. Und die schauen wir uns jetzt mal an. So, genau. Hier haben wir das Beutelchen, das schneiden wir mal auf. Ja. Zack, zack. Schütten die ganzen Spaß mal raus. Und schauen mal uns die Teile etwas näher an. So, hier haben wir zum Beispiel das Gehäuse. Ja. Kommt natürlich alles in Kunststoff, aber muss ja nicht heißen, dass das Mist ist. Hier, so an der Seite. Genau, und von hinten. Dann haben wir hier wieder ein nettes Detail, und zwar den Gehäusedeckel. Der sieht so aus. Ich hoffe, man kann die Schrift ein bisschen sehen. Sehr cool, sehr cool. Dann haben wir natürlich den Fluxkompensator. Dann haben wir eine LED mit Kabel. Dann haben wir hier verschiedene Rohre, noch mehr Rohre, genau, dann haben wir eine Halterung, die ist auch mit hier drin, dann haben wir BP-Schrauben und wir haben AP-Schrauben. So, ein Päckchen. Wie starten wir jetzt los? So, also wir nehmen uns das Gehäuse und zwar mit den kleinen Löcherchen nach oben. Dann nehmen wir hier uns unseren Fluxkompensator und stecken ihn hier rein und drehen von hinten drei AP-Schrauben rein. So. Genau. So. Halt das Teil mal. Genau. Ja, haben wir eine. Und dann rechts und links in der Ecke auch nochmal eine. So. Und hier unten.
Genau. Gut. Noch ein bisschen festziehen hier. Die guten Schrauben, denn rausgucken sie dürfen sie nicht. Ja, genau. Dann sieht es nämlich so aus. Gut. Dann machen wir das Klepplein drauf. So. Und drehen da zwei AP-Schrauben hier und hier rein, also in die Löcher. Ja. Und hier dann auch. So. Genau. Und schon haben wir das gute Stück. Schon haben wir. Jetzt holen wir unser Trennband her. Na, hier, unser Trennband. Und ja, wir werden jetzt die Kiste hier reinmachen. Und zwar in diese tiefer getrennten Löcher. Mal hier. Ja. Die dürfte aber eigentlich mehr oder weniger bloß in eine Position passen. Moment. Ach so rum, ich bin auch doof. Halt ich so verkehrt rum. Das wird dann nicht. So, genau. Dann drehen wir das rum. Ach nein. Dann müssen wir erstmal die Rohrstücke noch reinmachen. Okay. Und zwar, das muss ich überlegen, weil das sind ja verschiedene und auch verschiedene farbische. Muss ich mal ganz kurz. Das ist die 58G. Und das ist die 58D. Das hier ist die 58D. Ist das hier. Das Teil kommt hier rein. So. Und das Teil kommt dann hier rein. Passt das jetzt nicht rein? Mal ganz kurz gucken hier. Winkel her passt's. Ne? Jetzt. Genau. Jetzt. Zack. Dann sieht es nämlich so aus. Ne? Gut. Wenn ihr das habt, dann macht ihr zwei BP-Schrauben hinten ran. Und zwar hier einmal und hier einmal. Eins und zwei.
Und so. Gut. Hier müssen wir ein bisschen weiter ran. Schrauben. So, genau. Das sieht nämlich so aus. Upsa. Ja. Gut. Dann machen wir das starke Rohr. Ich denke mal, dass das das Goldene ist. Das wird dann jetzt hier ran gemacht. Moment. So, nee, das passt nicht. Dann ist das Goldene nicht hier mit dran, sondern die zwei Silbernen. Da müsste dann das hier herkommen. Auch nicht. Okay, dann nehmen wir das hier. Jetzt, das passt. Das passt. Und da kommt von hinten wieder eine AP-Schraube rein. Okay. Ein bisschen festhalten. Na. Jetzt, genau. Und das andere kommt dann daneben. Genau. Durch doof. Weil jetzt haben wir nämlich keinen Platz für meine Hände. Ja. Dann wird auch wieder eine AB-Schraube rein. Gucken wir, ob ich das halten kann. Ja, kann ich. Bloß ein bisschen vorne noch ein bisschen rumziehen. Aufmachen. Könnt ihr ja da noch ein bisschen richten, so wie das ein bisschen, wirklich ein bisschen gerade ist. Also, ja, genau. Stark. So, das Teil kommt jetzt aber hier, das Goldene kommt jetzt hier rüber. Ja. Und da kommt natürlich auch wieder ein AP-Schreiber rauf. Rein. Und zwar hier rein. Das muss auch natürlich ein bisschen gerichtet werden, dann sieht das so aus. Gut, als nächstes kommt die LED, die kommt hier hinten rein in dieses Loch. Ja. Das Kabel. Mal gucken, ob das dann auch so hält. Das Kabel kommt dann hier so rum. Aber das muss ich bestimmt ein bisschen anleimen. Gleich mal. Das Kabel kommt dann nämlich dann hier so durch. Ja. Und da kommt nämlich hier dieser Halter ran. Kann
auch ein AP-Schaumwein. So. So, genau. Gut. Jetzt müssen wir hier diesen Schrumpfschlauch noch ein bisschen hinter tun, nicht dass die Kontakte sich berühren. So, genau, sieht es nämlich so aus, so von hinten und so von vorn. Ja. Hier haben wir einen Anschluss, das ist für die, steht eine Nummer drauf, ja, die 16. Okay, gut, und das war es nämlich schon von dieser Ausgabe. Von der 58 wieder ein bisschen was geschärft. Der Fluxkompensator sitzt. Ne? Ich habe auch gesehen im Netz, da gibt es ja auch einige solche Mocks dafür, wo die natürlich hier alles ein bisschen schöner gestalten. Ne? Aber ja, für mich wird das jetzt reichen, denke ich jetzt mal. Ne? Gut, liebe Leute, soll es erstmal soweit gewesen sein. Super. Ja, liebe Leute, das war die Ausgabe 58 von Zurück in die Zukunft bei den DeLorean. Hat wieder ziemlich Spaß gemacht, muss ich wirklich so sagen. Und ja, wenn euch das auch Spaß gemacht hat, dann denkt einen Daumen nach oben. Ein Abo natürlich nicht schlecht. Morgen wird dann auch gleich eine neue Ausgabe kommen, die 59, weil erstens habe ich die Teile vom R2D2 noch nicht und zweitens muss ich hier noch ein bisschen nacharbeiten. Ne, ja, bin da ein bisschen ins Hintertreffen geraten. So, nur das zur Information. Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Daniel, haut rein. Ciao, ciao.